Herzlich willkommen zur Frage der Woche. Wir haben heute Bielefelder Bürgerinnen und Bürger befragt, was sie noch machen würden, wenn 2012 die Welt untergeht. Ich sag mal, das ist totaler Quatsch, da geht gar nichts unter. Reisen! Ich bin aber anders informiert, sie geht eben nicht unter. Okay, und wenn, aber das wenn doch sie wirklich untergeht, ja, dann müsste ich. Ich weiß auch nicht, da habe ich mich eigentlich noch nicht mit befasst, was ich da machen will. Möglichst viele Länder sehen. Gibt es irgendwelche bestimmten Länder? Asien. Ich würde noch Reisen tätigen. Zum Beispiel, was mich interessieren würde, Amerika. Die gesamte Westküste von Kanada runter bis nach Mexiko, die ganze Seite, würde mich sehr interessieren. Ja, und dann ja, mit meiner Familie ein glückliches Leben bis zu dem Zeitpunkt führen. New York. Nach New York und Miami. Ja, geht mir auch zu New York, würde ich auf jeden Fall vorher noch gerne sehen. Auch vielleicht nach Amerika oder so. Ich glaube, ich gebe mein ganzes Geld aus, einfach was ich habe. Wahrscheinlich würde ich alles machen, was ich mir schon immer gewünscht habe. Ich würde einen Bungee-Sprung machen. Das habe ich schon gemacht, würde ich nochmal machen. Und ja, ich würde wahrscheinlich alles dafür geben, dass ich zufrieden bin mit meinem Leben. Ich sag mal so, dafür muss man nicht warten, bis die Welt untergeht. Kann man doch vorher machen. Ich würde noch ein richtig gutes Festival mitnehmen, wahrscheinlich. Welches denn? Wacken zum Beispiel. Erstmal glaube ich nicht daran. Weil es ja der Maya-Kalender ist, der wahrscheinlich ja nicht für die ganze Welt gilt. Ja, dann müsste man sich das wirklich überlegen. Das ist jetzt eine schwierige Frage. Dann würde man sein Leben wahrscheinlich ganz stark verändern. Party machen. Ja, also dann auf jeden Fall.